Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr Designs für konische Becher machen könnt und was ihr dabei beachten müsst. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe hier einen Becher, der eben konisch ist, das heißt unten ist der Umfang kleiner als er oben ist. Und ich zeige euch das Problem, wenn ich jetzt ein Design hätte, was wirklich wunderbar rechteckig ist, was mit einem geraden Gefäß wunderbar funktionieren würde, funktioniert eben bei den konischen Bechern nicht. Weil was passiert, wenn ich das schön gerade drauf mache, dann habt ihr diesen Effekt hier. Das Ganze biegt sich nach oben. Und sowas wollt ihr natürlich nicht auf eurem Becher drauf haben. Das sieht dann wirklich unschön aus. Und um das anzupassen, da gibt es eine Funktion im Silhouette Studio und die will ich euch zeigen. Und ich zeige euch dann auch gleich, wie ihr das dann exportieren könnt und das dann auch mit dem Cricut Plotter oder dem Rotter Plotter zu verwenden. Ich habe noch was Kleines vergessen. Wir müssen zuerst noch abmessen. Und zwar braucht ihr den Durchmesser von oben zur schönen äußere Kante zu äußere Kante. Das sind bei mir 9,5 cm. Dann unten dasselbe, den Durchmesser. Das sind 6,4 cm. Und dann brauchen wir noch die Höhe des Gefäßes. Da bin ich bei 14,9 cm. Das sind die Maßangaben, die ihr braucht und mit denen gehen wir jetzt ins Silhouette Studio. Ich habe hier schon ein Design, das habe ich aus dem Silhouette Store und das werden wir jetzt anpassen. Ich mache kurz eine Kopie davon, einfach damit wir das dann auch vergleichen können, damit ihr den Unterschied seht. Jetzt die Funktion, die ich euch zeigen werde, die steht erst ab der Designer Edition Plus zur Verfügung. Das heißt die Designer Edition Plus und die Business Edition. Ihr braucht sowieso, wenn ihr das für andere Plotter-Software exportieren wollt, dann braucht ihr die Business Edition. Ich nehme jetzt mal eben dieses Design und dann ist das hier drüben, dieses Icon, Verzerrungsbedienfeld heißt das Ding. Dann, ich habe das eben markiert und jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Einerseits die erste, da könnt ihr einfach das so beliebig verzerren, ein Design so beliebig verzerren, wie ihr das gerne haben möchtet. Wenn ihr sowas wollt, das will ich natürlich nicht, deshalb gehe ich auf ursprüngliche Form wiederherstellen. Das zweite ist, wenn ihr zum Beispiel hier so ein Star Wars Design haben möchtet oder eher etwas Bauchiges, da habt ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch das will ich nicht, sondern ich will eben hier diesen konischen Becher. So, jetzt sage ich mal, konische Verzerrung ausgewählten Form und jetzt seht ihr, es hat schon ein bisschen verbogen, das sind einfach die Standardwerte und ich gebe jetzt hier die Werte ab, die ich abgemessen habe. Das heißt, oben waren es 9,5, das heißt 95 mm. Unten waren es bei mir 6,4 cm, das heißt 64 mm und in der Höhe 14,9 cm, das sind dann 149 mm. So, und was ich jetzt auch machen kann, ihr seht jetzt hier diese Form, die es hat und hier könntet ihr noch sagen, will ich das weiter oben haben oder will ich es weiter unten haben. Und es passt es, ihr seht es vielleicht, es passt es fortlaufend an. Ich will das eher so mittig haben. Ich würde sagen, hier passt es. Und
Da ich den Rand nicht ausschneiden will, sage ich jetzt auch nicht irgendwie hinzufügen oder sowas, sondern ich klicke einfach raus. Dann habe ich das Design hier zur Verfügung. Und jetzt seht ihr auch den Vergleich. Nur so wäre es, wenn es gerade ist. Und so ist es eben, wenn es für die konische Form angepasst ist. Wenn ihr das jetzt eben mit einem anderen Plotter verwenden wollt, dann müsstet ihr auf das Datei sichern als, zum Beispiel auf der Festplatte oder wo ihr das speichern wollt. Und dann müsstet ihr hier sagen SVG. Dann könnt ihr das da speichern, wo ihr das eben hinspeichern wollt. Und dann im Cricut Design Space oder auch im Broderick Canvas das dann als SVG importieren. Ne? Das ist die Möglichkeit. Das will ich aber alles nicht, deshalb sage ich abbrechen. Ich mache jetzt hier gleich mit der Cameo 4 weiter. So, jetzt nehme ich das hier raus, weil das brauche ich nicht mehr. Und nehme ganz einfach dieses Design, packe das hier oben in die Ecke. Und was machen wir? Mein Becher ist ganz ehrlich gesagt schon orange. Und deshalb werde ich hier extrem simpel gehen und das ganz einfach alles weiß machen. Seht ihr das nicht mehr? Spielt für mich keine Rolle. Ich kann es kurz auch gelb machen. Ich werde es auch einfach aus einer weißen Vinylfolie ausplotten. Vinylfolie müssen wir nicht spiegeln, von dem her kann ich hier schon auf Senden gehen. Ich habe vom Material her Vinyl glänzend ausgewählt und da gehe ich aber bei mir jetzt auf die vollen 33 hoch. Weiß ich, dass das bei mir am besten funktioniert. Wenn ihr das nicht wisst, ne, macht auf jeden Fall einen Testschnitt zuerst, bevor ihr das sendet. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch das Vinyl entsprechend auf die Matte laden und dann auf Senden drücken. Das heißt, ich nehme hier mein Vinyl. Muss man noch ein bisschen gerade abschneiden. So, jetzt passt. Dann kann ich die Matte laden. Und auf Senden klicken. Wenn er fertig ist, können wir es rausnehmen. Und ich sag euch, mir ist erst aufgefallen, wie laut dieses Gerät ist, seit ich meinen Brother Plotter habe. Kann ich das hier noch zurechtschneiden? Das heißt, dass ich die Resten noch für was anderes verwenden kann. Und da gucke ich jetzt, dass ich unten möglichst gerade abschneide, damit ich das dann auch schön platzieren kann. So, dann können wir das noch entgittern. Dann brauchen wir eine Übertragungsfolie. Ich nehme jetzt hier einfach mal die von Cricut, weil die schön ein Muster drauf hat, wo ich das dann auch schön platzieren kann. Reichen wir das Ganze fest, damit es an der Übertragungsfolie haften bleibt. Und dann können wir die Trägerfolie abziehen. Und dann kann ich hier meinen Becher nehmen, packe den jeweils einfach zwischen zwei Rakel. Und dann kann ich das entsprechend platzieren. Jetzt müsst ihr natürlich dann schon da das dann auch platzieren, wo ihr das auch
im Sylert-Studio, als ihr das Ganze mit der konischen Funktion gemacht habt, angelegt hat. Ich lege hier kurz die aufeinander, einfach damit ich mir eine Markierung machen kann, wo die Mitte ist. Geht mir ein bisschen einfacher. So, jetzt war das bei mir so ziemlich in der Mitte des Bechers. Dann lege ich das einfach in der Mitte hin, ne? Und dann streiche ich das Ganze runter und streiche das noch fest. Dann können wir die Übertragungsfolie abziehen. Dann, wenn ich das gut platziert habe, kleines bisschen schräg. Ich habe es ein bisschen schräg aufgebracht, aber na, wenn man sich da mehr Mühe geben würde beim Platzieren, dann wäre das jetzt überall, hätte es den gleichen Abstand und macht eben nicht mehr diesen Bauch nach oben, sondern ist dann wirklich auch schön platziert. Dann habt ihr hier wunderbar ein Design auf einem konischen Becher drauf, das eben auch für den konischen Becher angepasst wurde. Und so einfach könnt ihr sowas machen. So, das war's auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und dass euch das Video gefallen hat und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I wanna do what you want to.